Eine Meierler-Königin. Die kann ich nie im Leben besiegen. Und dann stuckt die da. Ich glaube, wir sind nicht hier. Die steht einfach. Okay, alles klar. Easy Level up, Mann. Hätte ich jetzt meinen Wattebausch dabei, ich würde das so abschmeißen. Halt, ich habe ja Wattebäusche dabei. Ist mal meinen Wattebausch. Er ist geheimnisvoll. Ja, ich bin super toll. Du wirst sterben. Oh, wir sind mit Scheiße Spuk. Widerliche. Guck mal, selbst Ada ist angekotzt. Alter, kannst du mal aufhören oder nein? Ich bin schon wieder reingelaufen, richtig voll Damage. Boom, fuck, boom. Haha, was sagst du dazu, hä? Tut schon weh, ne? Lass mal kurz was naschen. Wisst ihr, ich glaube, für die Gesundheit ist Kaugummi echt nice. Okay, das ist echt wieder geil hingebackt. Aber auf der anderen Seite, stellt euch mal vor, ihr kämpft im wahren Leben gegen eine Meiler-Königin. Und ihr steht in so einem U-Bahn-Schacht, da kommt die tatsächlich nicht rein. Also realistischer kann es eigentlich nicht sein. Wie geil, wenn die Babys platzen im Feuer. Puff, puff. Ey, hört mal auf, die zu schlagen, gell? Ihr seid doch nur Kinder. Das darf man nicht. Übrigens, herzlich willkommen zurück in der neuen Folge. Ja, ich weiß, ich habe da einen richtig fetten Cliffhanger drin gehabt. Ich habe mir selbst gedacht, komm, machst du mal einen Cliffhanger rein. Also mir ist es erst... mir ist es dann erst eingefallen, als es schon eigentlich so spät war. Da habe ich schon angefangen zu kämpfen. Jetzt ist dann noch die Edie down. Super. Ich kann jetzt erstmal nicht auf Verstärkung hoffen, ne? Jetzt, wo die wieder schläft. Wortwörtlich schläft. So. Alter, das ist viel Erfahrung gebracht. 200 irgendwas. Was hat die dabei? Ja, natürlich hat sie wieder eine taktische Pistole dabei. Wir können jetzt... Was war denn das? Hast du gerade eben getanzt? Hast du mich angewunken? Guck mal, wir sind tanzen. Ich öffne jetzt diesen Sektor und dann können wir hier auch bauen. Richtig, richtig edel. Und das ist jetzt auch die dritte Folge. Bei der dritten Folge stellt sich dann meistens ein, wie die weiteren Folgen verlaufen werden. Was klicktechnisch und dingtechnisch so, was das angeht. Activired. Leute, wir haben hier Wasser. Das ist ja richtig geil. Wir haben sogar Scheiße im Wasser. Bei der dritten Folge kann man dann immer sehen, wie der Hase so läuft. Was ist denn das hier jetzt überhaupt? Wasserpump. Das ist gerade mal bombastisch. Wie, die ist nicht angeschlossen. Ich stehe mit dem Kabel im Nichts. Wie, ich kann nicht aus dem Stein Strom gewinnen. Aber wir haben ja schon mal eine Wasserpumpe. Okay, okay. Ich dachte mir, nach dieser Folge werden wir sehen, wie Fallout eben in Zukunft hier auf dem Kanal geführt werden kann. Aber wisst ihr was? Lass mal noch da drüben lang gehen. Da geht's bestimmt durch hier. Guck mal hier. Das kann ich bestimmt entfernen dahin. Da steht. Ajo! Ein Skorpion! Nee. Er kommt direkt von mir hoch. Also in dem Spiel. Ey, da kommst du mal irgendwie her und machst. Kannst du irgendwas machen? Ganz kurz vielleicht. Er ist hinter mir! Oh Gott, geh weg! Nein! Ich muss zurück in meinen Zug. Kritische Geschichte hier. Down, down, down to the bottom of the sea. Radskorpion. Hör auf, Räder zu sammeln, Mann und Stier. So, wer hier ist noch mehr drin, dann raste ich aus. Können wir vielleicht mal diese verschimmelten... Oh, nukleares Material. Wir haben hier Uran. Hier sterbe ich gerade. Was geht denn noch? Wahrscheinlich ist genau hinter mir so ein Uran-Ding, ne? Und ich blick's wieder nicht. Ne? Doch. Ich stand drauf, wisst ihr? Ich sitze mit meinem Hintern drauf und wundere mich, dass mein Arsch verstrahlt ist. Warum tut denn das so weh am Hintern, Alter? Ich weiß auch nicht. Irgendwie wächst mir da ein Arm aus dem Arsch. Und wir haben ja noch Baton. Warum bin ich hier verschimmelt, verstrahlt? Aha. Fuck, fuck, fuck. To the bottom of the sea. Ich renne jetzt schnell hier weg, denn ich mache Pipi. Wie viele? Das gehört... Nein. No, no fucking no, please, please don't kill me, I have kids. Wie ich euch ausweiche, weil ihr so schlecht seid. Ich bin ein Ölscheich. Ich sterb. Ah, in den Wagen! Fuck, Alter, geht weg! Wie so eine Frau, die Angst vor Mäusen hat. Hey! Ey, ich weiß echt nicht, was geht gut gegen Skorpione. Mein Fat Man vielleicht? What? Was hab ich denn hier am Start? Eine 44er habe ich die noch. Alter, ich habe vorhin kurz gedacht, das wäre so eine gebastelte. Oh, wenn ich die modifiziere, Alter, wie stark die wird. Ich mach schnell Speicher und jetzt raste ich aus, Alter. Oh mein Gott. Ey, da, die heilen sich doch jetzt wahrscheinlich wieder, während du nicht hier guckst. Oh, ey, da, Hilfe. Habt ihr gesehen, wie sie ihn weggeschlagen hat? Ja. Einfach daneben schießen, ne? Geil. War das echt der letzte? Hast du den Rest gekillt? Das kann ich ihr gerade mal nicht abkaufen, falls ihr das echt geschafft habt, was sollt, ne? Richtig. Nein. Das schaffe ich nicht. Oh mein Gott. Da muss ich noch ein bisschen stärker werden. Ein bisschen. Wir können ja nochmal gucken, was hier drüben so abgeht. Hier sind noch zwei Bereiche, die wir dödeln könnten. Jetzt ist es auf einmal machbar, ne? Ja, ja. Maulwurfsratte. Den Bereich hätte ich mal zuerst holen sollen, ne? Weißt du, die Aufseherin, aber pass auf. Vor allem in einem Bereich sind ganz, ganz schweinegemeine Hundeviecher. Das sind so Ratte, die kommen aus dem Boden und beißen dir in den Sack. Butler? Eine Brutmutter. Ich hab Butler gelesen. Maulwurfsratten, Butler. Maler. Ich bin so ein Aim-Artist. Hallo, hallo. Speichern. Ich riech's schon. Hier kommt gleich irgendwie so ein, was weiß ich, brennender Penner, der mich totschlägt. Nein, nein. Ich habe etwas entdeckt gefunden! Du riechst mal schön die Fratzahler, bam! Johnny Fratzahler, bam! Da!
Boom! Den Hintern weggeschossen? Ah, mir fehlt nur noch die Schallplatte, ne? Hier ist eine leichte Verstrahlung. Oh, hier ist ja sogar richtig was gebaut. Supra Thor Frostschutzmittel. Oh, nice. Da ist sie! Ha! Bingo. Bingo! Oh my god, bingo! I'm a gringo. So, wo ist denn das Ding, wo ich das Nein schieben kann? Du bist doch jetzt kein Ghoul hier drin. Boah, der Revolver macht so fetten Schaden bei den Ghoulen. Alter. Bam! Mit dem winzigen Ding. Ein legendärer wilder Ghoul. Warum? Guck, wie er wackelt. Ich kann tanzen. Ich schieße die verschissenen Beine. Nein. Noch einer. Ada! Ich stuck! Nein! Maul! Ich bin tot. Ada! Warum bist du jetzt so? Ich hab aber Angst. Du bist die Kuh. Jetzt ist er mutiert. Super, jetzt ist er mutiert. Alles klar. Ich muss ihm das rechte Bein, muss ich kommen. Wenn ich es zerkrüppeln kann, dann liegt er. Hör mit dich doch hin! Ja! Das kommt davon, Alter, du Dummkopf. Wie bin ich hier hingekommen? Bin ich von hier oben gekommen? Ist die Tür hinter mir zugefallen? Das sehe ich zum ersten Mal, das hier. Das kann nicht sein. Bin ich nie im Leben hergekommen. Des Märtyrers verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Was ich hier für einen geilen Scheiß finde. Ich bin noch ultra schlecht ausgerüstet, müsst ihr wissen. Wirklich sehr, sehr schlecht. Von hier komme ich, von hier. Ja, von hier bin ich gekommen, genau. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dann helft mir doch auch, anstatt mich einfach sterben zu lassen. Ich habe noch nie jemanden verloren, bis auf dieses eine Kind, das damals irgendwie in den Brunnen gefallen ist. Ada, du bist echt unfähig. Aha. Alter, wo bin ich denn hier jetzt? In dem weiteren Abschnitt. Jetzt pass aber gleich mal auf, was hier erscheint. Sag mal, ob er irgendein riesiger Ghoul oder so. Oder auch nicht. Hallo? Wir haben es geschafft! So, ich kann mich doch bestimmt durchfräsen, oder? Ja. Aber das geht nicht. Oh nein! Oh nein! Shit! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich will doch nur ganz kurz hier ein bisschen erforschen. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein! Ich muss zwei Sektoren öffnen. Achso, ich habe keine Steuertafel. Ja, super. Wie soll ich denn die jetzt hier finden? Ich finde die nur zufällig auf den Wegen dann dahin jetzt. Und jetzt habe ich ja gar keinen richtigen Weg dahin gehabt. Wahrscheinlich da unten in dem kleinen Loch, ne? Geil. Leute, das wird's jetzt. Das gibt's jetzt noch hier. Ultra delicious hier mit euch. Ich treffe nicht. 80% Trefferchance. Ich schieße daneben. Bester Player ever. Best Granate, you. Boom! Snatch. Get out the way. Habe ich einem weiteren Kameraden die Beine abgefetzt? Um Himmels Willen. Na super. Die Tafeln verpisst mich alle. Nett. Nett. Er sagt einfach nur nett. Ich habe 100 Jahre gebraucht, um das Ding zu kriegen, oder? Leute, wir haben alles. Und wir haben direkt mal einen Erfolg. Ein besseres Leben im Untergrund. Schalte alle Baubereiche von Vault 81 frei. Ihr wisst jetzt, wie es aussieht hier unten. Wir können auf jeden. Wie viel gibt's denn? Bin ich vielleicht Level up? Nee, schade. Wie komme ich schon wieder zurück in die Burg? Hallo? Vorsicht, ich glaube, wir sind nicht allein. Die Leute stehen vor mir, Ada. Was laberst du überhaupt? Sag bloß, ich habe den Kerl verkrüppelt, den Leuchtenden. Ey, ich bin der Krüppler unter den Schützen. Geil. Guck mal, wie er sogar da drin ist. Im Haufen. Wie ein Häufchen Elend, ne? Ada hilft wieder gar nicht. Sie ist einfach so tight unterwegs, Mann. Ich mache einfach nichts, so aus Spaß. Mein Name ist Ada. Ich weiß von nichts. Ich mache nichts. Ich bin bescheid. Zu kann ich nicht weghauen, schade. Aber diese verkackte Barrikade. Öh. Das ist ein Raider. Wie kommt denn ein Raider hier unten rein? Das ist doch eine Vault. Aha. Ey Leute, ich habe hier einen zweiten Eingang gefunden zur Vault.